Und Tete Bete, da sind wir wieder bei Diablo 1, dem Beelzebub HD Mod. Und nachdem ich das letzte Test nun abgeschlossen habe, hat es mich wieder hierher gepackt. Und wir sehen, wir starten direkt in der Stadt. Das heißt, es ist wirklich wie in Diablo 2 und Diablo 3, dass wir jedes Mal, wenn wir neu spielen, nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben, sondern dass sich alles wieder random füllt mit Monstern und so weiter. So. Okay, verkaufen wir erstmal alles, was wir jetzt noch hatten. Und ich habe mich wirklich so sehr gefreut, das Spiel wieder... Achso, kann er nicht. Ah, stimmt ja. Ah, ich wollte jetzt die Stäbe einfach mal verkaufen bei ihm. Die hatten wir ja durch die Water Supply bekommen. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt meine Quests eigentlich noch oder haben die sich auch neu gewürfelt? Warte, hier, Quest-Doc. Ne, die sind alle noch drin. Aber wir haben eigentlich die Dinger, die Water Supply haben wir geklärt. Also, da müssten wir nochmal zum Healer gehen und gucken, ob es abgeschlossen ist. Ansonsten haben wir Pech gehabt. So, was haben wir denn hier für ein Buch? Firebolt könnten wir jetzt lernen, aber wir haben nicht so viel Geld. Wir sollten es nicht gleich aus dem Fenster schmeißen, auch wenn wir eine Frau spielen. Machen wir weiter. Und was mir noch aufgefallen ist, als ich den Spielstand wieder reingejoint bin, standen da auch die Schwierigkeitsgrade, die man freischalten kann. Das geht von normal bis Torment. Also das nächste wäre zum Beispiel Nightmare, dann kommt Hell und dann kommt Torment. Also ziemlich krass. What's that you say? The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? So, gut. Ein Ring haben wir bekommen, als Belohnung, dass wir den Brunnen wieder gereinigt haben. Hello, my friend. So, den identifizieren wir natürlich. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Für mich kommt es gerade ziemlich laut rüber und ich habe sofort angelegt, okay. Alle Resistenzen 10%, Lebenspunkte um 10 erhöht und wir bekommen ein Minus von den Gegnern ab. Also Schaden, den wir einstecken würden, geht ein Minus. Habe nie so ganz verstanden, was das bedeutet hat, aber das war auch egal, ich habe das immer genutzt. So, achso, wir können ja eigentlich den Teleporter wieder benutzen, oder? Ja, wir können uns direkt rein teleportieren. So, und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, hatten wir ja den Butcher nicht gesehen. Der scheint ja irgendwo hier rumzustreifen. Genau, hier war's. Oh, und die Karte ist auch wieder komplett random. So. Und wir haben schon wieder Champions. Gleich am Anfang. Schön. Und ein Boss. So, jetzt machen wir erstmal die... Oh, nee. Zwei Bosse. Was soll das? Ich habe doch gerade erst angefangen. Und da... Oh, noch ein Bogenschütze. Wo ist er? Ich sehe nicht. Da. Gerade leichte Aussetzer. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, und noch etwas habe ich vergessen zu erwähnen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Boah, ich hatte doch gerade angefangen und schon habe ich den ersten Stress. Wir haben unten, das ist mir zum Beispiel auch erst später aufgefallen, als ich die Aufnahmen gemacht habe. Haben wir... Gehst du mir mal auf den Piss? Danke. Oh Gott, ey. Oh Mann, zwei Bosse, das ist so unfair. Wir haben einen Erfahrungsbalken da unten, wenn ihr mal hinguckt. Das ist nämlich auch neu, das war auch vorher nicht so. Und ich, Idiot, gucke noch direkt ins Charakterfenster. Weil ich sehen wollte, wie viel es noch fehlt. So, jetzt habe ich erstmal ein Fass abgeschossen, das war natürlich sauschlau. Gut, dass auch nichts drin war. So, jetzt haben wir fast geschafft. Oder hat sich geheilt. Aber wir wissen ja, diese Viecher, die fressen ja die Leichen ihrer Verbündeten, um sich zu heilen. Also sie ernähren sich von Aas. Na, kommst du? Komm, 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 komm. Ah, hier, der Dicke. Na, komm her. Devil Poison the Unholy. Voll der kreative Name. So. Was? Alter, willst du mich verarschen? Mann, macht der Schaden. Moment, Inventar. Was? Nein, ich kaufe den Inventar. Wo ist mein Inventar? Ich muss erst mal wieder reinkommen hier.
Kommt da nicht von hinten. Das macht man nicht. Gut, ich kenne Page nicht. So, wieder ein Trank. Und Mana Potion. So, Leute, liebe Leute, dann erstmal herzlich willkommen zu Diablo. Das war ja ein sehr holpriger Start. Und ich kann den Wegpunkt schon fast gar nicht sehen. So blutig ist es hier. So, Gleitwolf. Ich glaube, den haben wir schon mal bekämpft. Na komm schon. Wir können es ja noch so heilen. Die Möglichkeit haben wir auch noch. Na komm, komm, komm. Und ein goldenes Schild haben wir bekommen. Das läuft doch. So, hier war ja der Butcher nicht drin. Das war ja nur ein leerer Raum. Ich hätte jetzt Angst gehabt, wenn es auch immer noch der Butcher drin gewesen wäre. Das wäre nicht so schön gewesen. Und das heißt, wir brauchen die Räume gar nicht so richtig clearen, weil wir letztendlich sie sowieso wieder neu machen, wenn wir das Spiel beenden. Oh, das ist eine Falle. Wo ist der? Ich habe keine so große Lichtradius. Und er hat die sie hat die Falle entschärft, was aber nichts gebracht hat. So, jetzt sind wir natürlich wieder feige und schießen hier einfach rein. Ist ja die beste Möglichkeit. Weil die Burning Deads, das ist schon wieder die nächste Stufe der Untoten, also das der Knorr-Skeletis. Na gut, dann komme ich jetzt hier rein. Aua! Na komm, kommt alle. Was hier fallen? Ein Robo oder sowas? Ah, die haben trotzdem keine Chancen. Cap, Sash. Cap nehmen wir mit. Aua. Gold Pieces. Oh, hi. Mal gucken, was wir hier so Feines drin haben. Eine Scroll of Healing. Und Scroll of Resurrection, was uns nichts bringt. Und Book of Healing, das ist schön. Jetzt ist unser Healing-Zauber noch stärker. Kostet dadurch noch weniger Mana. Schade, dass es hier noch nicht angezeigt wird. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Wow, eine Mini-Bibliothek hier. Ich bin schneller als ihr. Merkt euch das. Scroll of Healing. Und sonst weiter nichts. Also wir suchen jetzt einfach direkt mal den Weg zu Level 3. Weil wir haben ja eigentlich schon das geeignete Level dafür. Warum ist es eigentlich so rot da hinten? Durch das Feuer oder wie? Da geht's wieder zurück. Nach Level 1. Oh, na schön. Zombies. Ein Glück, dass die langsam sind. Na komm. Ich korrigiere, Ghule sind es, keine Zombies. Aber gehören zur Zombie-Rasse. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ob die jetzt dem Mephisto gegenüber, also dienen und nicht Diablo. War ja immer so, weil die haben bestimmten Monstergattungen gehört immer einen Übel an. Wir haben ja die Übel kennengelernt, also die Leute, die meine Diablo-Reihe gesehen haben. Und ich glaube, die Untoten gehören zu Mephisto, weil die ja alles Leben hassen. So, nochmal Hole. Was war das Holy Bolt war? Heal Other. Ah, das bringt uns natürlich nichts, Heal Other. Wie gesagt, wäre was, wenn man Multiplayer nutzen würde. Und ich habe gesehen, den muss man auch extra noch patchen. Der ist nicht im Original Beelzebub-Mod drinne. Da gibt es einen extra Download dafür. Lass mal auf, mich von der Seite abzuschießen. Danke. So. Den noch weg. Ich verstehe nicht, warum das so gerade so ab und zu mal hakt und mal nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Die hören sich an, wenn du sie triffst, als würden die irgendwie rülpsen. Wo ist denn der? Ich sehe nur den Pfeil, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Ach da! Und hier, das ist sehr offensichtlich, dass da wohl eine Falle drin sein mag. Aber wo? Wo bist du? Wie weit können die denn schießen? Das ist ja übertrieben unfair. Ich war auch so weit sehen können.
Hä, wozu war dann das Loch an der Wand? Wozu war das Loch an der Wand? Und ich denke dabei jetzt nicht Schweinisches. Also die Bogenschützen hier drin sind richtig fies. So, wir sind Level up. Da erhöhen wir mal. Wenn sie mich mal lassen. Dexterity. Dann können wir nämlich noch bessere Bögen benutzen, wenn wir sie finden. Und wir treffen dafür besser. Weil unser Hit geht ja hoch. So, mein Kleiner, jetzt habe ich dich. Mann! Wieder ein Bogenschütze irgendwo. Eigentlich will ich hier noch ein bisschen bleiben, weil wenn ich mir sehe, was wir hier schon wieder abstauben. Aber wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen ja sehen, was passiert, wo der Butcher ist und wie er sein wird. Also ich bin total gespannt. Ach, hier war eine Falle. Aber das war ja ein einzelner Raum, das zählt ja nicht. Mana Potion, was war es noch? Ah, hier Potion. Gut, die nehmen wir auch mit. Und schade ist es, dass es das Spiel natürlich nur auf Englisch gibt. Wobei ich gesehen habe, es soll jetzt auch schon andere Sprachen verfügbar sein. Französisch und Polnisch. Aber nicht Deutsch. Und gerade das ist sehr traurig, denn Diablo 1 gab es nie auf Deutsch. Was haben wir denn hier? Wieder eine Mini-Bibliothek, wo nichts drin ist. Und es ist noch wieder schade, dass ich einfach nicht sehe, wie viel ich meine Monster hier schon getötet habe. So weiß ich immer noch nicht, welche Resistenzen oder so sie alles haben. Das fand ich eigentlich gut. Es war fair. Man konnte erst über einen Gegner gut Bescheid wissen, wenn man ihn oft genug getötet hat. Gut, dann gehen wir mal... Ne, wir haben immer noch nicht das Ding gefunden. Wir müssen nicht mal langsam die Treppe finden. Ah, da haben wir einen Boss. Haben wir den? Hetze, Schlächer. Schlächer. Stoßen wir die weg? Kann das sein? Nein, du berührst mich nicht. Ein Buckler hat er. Der Slasher. Hm. Hier ist ein kleiner... Ein Schrein irgendwie. Eine Art. So, dich lasse ich mal raus. Weil so feige sind wir nicht und wir brauchen uns nicht unbedingt. Außerdem treffen wir sie hier besser, wenn sie rausgerannt kommen. Nee, die Cap brauche ich auch nicht. Scroll of Healing. Gut, die können wir jetzt eigentlich auch die ganze Zeit nutzen. Was mir jetzt gerade Kopfzerbrechen macht. Erstmal, dass ich mich von einer Falle erwischen gelassen habe. Wo ist der scheiß Treppengang zu Level 3? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Bin ich gerade vorbeigerannt? Ach, im Übrigen, die Leute, die wirklich dieses Spiel spielen wollen, das habe ich leider im letzten Test nicht erwähnt, um den Mod spielen zu können, braucht ihr das Originalspiel. Also es geht nur, wenn ihr das Original habt. Sonst geht das nämlich nicht, sonst startet es sich nicht. Der braucht nämlich die CD-Daten, das... Ja, ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man das ein bisschen umgehen kann, dass man halt nicht immer die CD einlegen muss. Aber es ist, glaube ich, auch legaler. Weil, guck mal, so kommt ihr umsonst an den Diablo 1 ran. Das wäre ja auch ein bisschen Quatsch. Blizzard hat doch so viel. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich sag mal so, die alten Spiele verdienen es, dass sie noch gekauft werden. Solche Pillow-Spiele, die es heutzutage rauskommt, wo du, ja, nach 2 Stunden durch hast, da denke ich mir immer, warum bezahle ich dafür 40 Euro? Das ist es eigentlich nicht wert. Deswegen bin ich auch einer von den Leuten, die den Steam-Sale nutzen. Gibt ja auch viele, die sagen jetzt hier, Steam-Sale, ja, das ist nicht gut für die Entwickler, das ist ja alles billiger und so, aber was soll's? Da sind Titel drinne, die sind einfach normal viel zu teuer. Und wenn ich's wirklich... es möchte, dieses Spiel liebe, was ich da haben möchte, da hole ich es mir sowieso nicht bei Steam, dann hole ich es mir im Original. Weil ich will ja was Festes haben, ich will es ja in meinen Händen halten können. Und das habe ich bei vielen Spielen gemacht, deswegen habe ich auch nicht so viele Spiele in Steam.
Weil es würde mich ankotzen, wenn auf einmal irgendwas passiert und die ganzen Spieler da weg sind. Die ich fleißig gesammelt habe. Was? Habe ich das getroffen? Ach, hier hinten im Dunkeln habe ich das erwischt mit einem Pfeil. Aua! Meine Güte! Das ist die Water Supply. Da brauchen wir nicht nochmal reingehen. Aber wir können, Leute, jetzt geht's los. Jetzt können wir endlich zu Level 3 und da können wir endlich dem Butcher begegnen. Oh, ich freue mich voll drauf. Wie, was haben wir denn jetzt alles? Na gut, das Schild können wir, denke ich mal, noch mitnehmen, oder? I have no room. Ach, du brauchst 3 Plätze, wa? Shitty. Mal gucken, ob wir das handeln können. Wir müssen auf jeden Fall eins rausfliegen lassen. Small Schild. Tja, dann müssen wir einmal nochmal nach Hause gehen, würde ich sagen. Oder wir identifizieren mal kurz was. Ja, Schilder bringen uns natürlich nichts. Wo war denn der Teleporter? Der war doch gleich hier hinten. Dann kann ich den gleich nutzen. Dann gehen wir kurz nach Hause, verkaufen den ganzen Krempel. Und gucken gleich mal nach einer besseren Waffe. Und dann würde ich sagen, dann tun wir's. Dann gehen wir mit Level 3. Und fordern den Butcher heraus. Es wird Zeit, ihn zu fällen. Oh, mach mal die Karte aus. Und wir haben immer noch unsere eigene private Kiste. Das ist doch der Hammer. Vegeta traue ich natürlich nicht. Ach, wir können auch mit ihm quatschen. Griswold, bleib mal stehen. Ben, bitte nicht weg. 7 zu Magie, aber bessere Rüstung. Das ist natürlich Quark. Ja, ein bisschen Geld haben wir gemacht. Achso, der Tränke gehen natürlich nicht. Ich bin noch ein bisschen zu sehr von Diablo 2 verwöhnt, dass man sein einfach alles bei einem Händler reinschmeißen kann. Aber Leute, das ist auch richtig so. Denn wir denken immer daran, Diablo versucht, obwohl es Snack and Slay ist, ein Rollenspiel zu sein. Und in einem Rollenspiel ist es so, dass nicht jeder Händler alles kauft. Warum sollte zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal unsere Zeit rein, ein Autohändler, statt Ersatzteile für Autos zu kaufen, einfach mal irgendwelche Lebensmittel, gut, das könnte man vielleicht fürs Catering oder so nutzen, wenn das noch mit eingebaut ist. Nee, warte mal, Moment, lass mal ein anderes Beispiel suchen. Doch, nehmen wir den Autohändler. Warum sollte der irgendwelche Installationen oder Bauelemente kaufen, wenn er sie gar nicht benutzt? So müsst ihr das sehen, das ist ja ein Händler, also der kauft und verkauft. Und wenn der dann einfach mal so huppi-fluppi... Warte mal, das sind die Townportals, so. Da seine Marktwirtschaft betreibt und dann einfach sagt, ja, ich kaufe alles, kann ich alles gebrauchen. Das ist ein bisschen Schwachsinn, das ist ein bisschen unrealistisch. Und da bin ich froh, dass das Spiel sich daran hält. An diese Gesetze. An diese Fantasy-Regeln. Finde ich viel besser, als wenn man einfach überall alles machen kann. Das haben sie ja leider bei vielen Spielen verhunzt. Wenn ich zum Beispiel dran denke, ja, WoW, nehmen wir das mal gleich als Beispiel. Der scheiß Junge! Was macht der denn hier? Warum hat er eine Quest für uns? Hear over, psst. Chamber Butcher, the From Spell Portal Town, the cast. Saying am I what see? Was sagst du? Der hat einen ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. Warte mal. Moment. Der hat jetzt gerade was zum Butcher gesagt. It's the Butcher's Chamber. Over, psst. Chamber Butcher, the From Spell Portal Town, the cast. Saying am I what see? Also wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, dann gibt es ein Townportal, was in die Kammer des Butchers führen soll. Psst, over here. Oh, der hat einen coolen Bogen. Aber wir können... Warte mal. Na doch, der ist besser, aber den können wir uns nicht leisten. Und der können ihn nicht benutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll es wirklich ein Portal zum Butcher geben, aber... Vielleicht habe ich es einfach nur missverstanden. 2 zu 6. Hier, wie wollen wir denn? 43 Dexterity. Vor allem, das hat normal Attack Speed, während die Very Fast Attack Speed hat. Ein bisschen merkwürdig. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück und werden den Butcher niederstrecken, damit er nicht die Leute noch weiter in Angst und Schrecken versetzt. Hier auf der Karte sehe ich aber auch keine irgendwie Veränderung, dass hier irgendwas passiert ist. Aber da seht ihr schon mal den Unterschied. Erstmal, dass der Butcher, nicht auffindbar war am Anfang. Und wenn wir ihn jetzt nicht so finden, dann muss es wirklich einen alternativen Weg gehen dafür. Da bin ich ja mal gespannt. So. Wir starten in einen Raum. Und einer Falle.
Aua! So, mal sehen, was hier für Gegner uns entgegenkommen. Wir sehen oben rechts natürlich immer unseren Schwierigkeitsgrad. Oh Gott. Ah, das sind noch die normalen Scavenger. Die kennen wir ja noch als Level 1. Die sind natürlich kein Ding. So. Na, wir heilen uns mal. Inferno. Liegt hier noch was rum? Gucken, was für ein Buch drin ist. Shade Bolt. So. Mann. Ich denke mal, das ist hier Dings Inventar. Bei Diablo 2 ist ja das Schwertsymbol das Inventar. Oh, hallo. Oh, wir haben schon diese verrotteten Zombies. Diese Rob-Zombies. Die sind, glaube ich... Ich glaube, das sind schon... Nee, die Grünen sind, glaube ich, die höchste Klasse gewesen. Die waren die vorletzte. Also die schon bekämpfen, ist natürlich ein Hammer. Oh, und Horror sind auch schon drin, ne? Und bei Horror weiß ich, Horror waren die höchste Klasse der Skelette. Aber sie kriegen sie gut tot. So, wo ist er denn? Wo ist der Bogenschütze? Da hinten. Okay, was haben wir denn hier? Ein Carver. Weiß ich jetzt nicht. Carver waren, glaube ich, oder die Devilkin. Devilkin waren die höchsten der Fallen. Carver waren so die zweithöchsten. Finde ich cool, dass man das alles noch ein bisschen so aus den alten Zeiten kennt. So, wo ist der? Oh Gott, sind da... Oh Gott. Ich will doch nur den blöden Bogenschützen. Okay, wir haben jetzt alles aufgescheucht. Es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen.